Herzlich willkommen in meiner Red Kitchen. Ich bin die Sonja und jetzt gibt's noch ein Rezept zum Spargel-Special. Natürlich wollen wir auch den grünen Spargel mitnehmen und ich mag ihn besonders gebraten, der hat dann so einen schönen nussigen Geschmack und ich mache einen grünen Spargelsalat mit Kapern. Das geht ganz einfach und das zeige ich euch jetzt. Wir brauchen einen buntfrischen grünen Spargel. Außerdem ein kleines Glas Kapern, ein bisschen Weißweinessig und Wasser, Kerbelblättchen, Zucker, Salz, Pfeffer und Öl dürfen auch nicht fehlen. Als erstes wenden wir uns der Zubereitung der Vinaigrette zu. In eine große Schüssel geben wir den Zucker, frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer und etwas Salz. Dazu gebe ich nun das Wasser, den Weißweinessig und vermische alles gut. Nach und nach gebe ich jetzt auch das Öl hinzu. Schließlich dürfen auch die Kapern ein Bad in der Vinaigrette nehmen. Der Spargel muss auch vorbereitet werden. Dazu schneide ich die holzigen Enden ab. Die mag eh keiner essen. Aus denselben Gründen schäle ich auch das untere Drittel des Spargels ab. Die einzelnen Spargelstangen werden anschließend in mundgerechte Stücke geteilt. Am Herd habe ich mir bereits eine Pfanne heiß gemacht, in welche ich etwas Öl gebe. Darin kann ich jetzt die Spargelstücke anbraten. Das Ganze muss natürlich abgeschmeckt werden. Dazu verwenden wir, wie üblich, Salz und Pfeffer. Ist der Spargel fertig angebraten, können wir ihn auch schon in die Vinaigrette geben. Am besten mit dem Salatbesteck anmachen. Das geschmackliche i-Tüpfelchen soll unser Kerbel werden. Dazu hacken wir diesen fein und bestreuen unseren Salat damit. Wenn dieses Gericht jetzt noch lauwarm auf den Tisch kommt, ist alles perfekt. So schnell konnten wir ein Rezept für dieses Spargel-Special zaubern. Schaut euch auch die anderen Videos an. Die genauen Rezeptangaben findet ihr genauso wie alle Links zu den Social-Media-Kanälen in der Videobeschreibung. Bis bald, eure Sonja.